Hallo und herzlich willkommen zum Party Area 24 Business Cup in der Laola-Halle Eltersdorf. Wie ihr seht, sind die Spiele hinter mir schon in vollem Gange und wir sind hier heute für euch unterwegs, zeigen euch die besten Spielszenen und hören uns bei den Teams um, was so abgeht. Und jetzt überzeugt euch selbst. Der Party Area 24 Business Cup 2010 im Laola Fußballcenter Erlangen. Bei wem jetzt nichts geht, bei dem geht was verkehrt. Zahl ist gefallen, die Seiten vergeben. Du fühlst, du träumst. Du fühlst, du glaubst, du fliegst. Du fliegst. Du fliegst. Jetzt habe ich hier zwei Jungs von Fifth Dimension. Wie läuft es bei euch so? Ja, drei Spiele, drei Siege, souverän gewonnen. Ich würde sagen, das schwerste Spiel kommt dann später gegen das Puls. Wird das Spiel um Platz 1. Vorher haben wir jetzt noch ein schönes Spiel live zu sehen auf dem Megacord. Aber wir sind zufrieden bisher. Wunderbar. Und wer meint, ihr gewinnt? Wir. Ich darf uns noch mal kurz vorstellen. Ich bin der DJ Polik. Das ist der Miguel. Wir repräsentieren Fifth Dimension und wir machen alle platt. Also wir haben 4-0 gewonnen, 7-1 gewonnen, Party Area 7-0. 7-0 geschlagen. Alles klar. Area. Nee, ich glaube, wer wird gewinnen? Hörsaal Allianz. Hörsaal Allianz. Wir wollen nicht auf uns tippen, wenn wir gewinnen, dann... Genau. Dickes Lob auch an Party Area, super geile Veranstaltung hier. Nächstes Mal ein bisschen später, weil das ist nicht unsere Zeit, so um 10 Uhr in der Früh. Aber super. Gut, vielen Dank. Viel Spaß noch. Bitteschön, Dankeschön. Euch auch. Wie geht's so? Ja, wenn du mich nach dem Alter fragst, geht's mir schlecht. Wenn du mich nach den Spielstanden fragst, geht's mir auch schlecht. Aber ansonsten sind wir sehr entspannt. Ach so, also die Stimmung ist zwar ganz gut, aber verlieren tut ihr trotzdem. Ne, die Stimmung ist immer gut. Dann ist doch wunderbar. Habt ihr euch überhaupt vorbereitet auf das Turnier? Alle zusammen mal trainiert oder so? Wir waren öfters mal in der Sauna zusammen, ja. Trainiert richtig haben wir eigentlich wenig. Ach so, das heißt, für die Teamfähigkeit wart ihr zusammen in der Sauna, aber so Fußball spielen. Seid ihr alle dann richtig Fußballspieler? Ich gehe mal davon aus, dass da alles, die dabei sind, alle einigermaßen Fußball spielen können, was man hin und wieder ja sieht. Die haben jetzt zwei gewonnen, zwei verloren. Na gut, das ist doch wenigstens nicht so schlecht. Ja, davon gehe ich aus. Wichtig ist, dass es Spaß macht, dass man es nicht verletzt und alles andere ist ja, ein wunderbares Event. Dann ist schön. Gut, dann vielen Dank fürs Interview. Gerne. Wie gefällt es euch hier? Sehr schön organisiert, macht Spaß hier. Die Mannschaften sind sehr stark in unserer Gruppe. Ja. Das ist das einzigste Negative. Aber ich glaube, das sind sie überall. Ja, ich glaube schon. Ja, manche sind ein bisschen, aber es ist normal. Es ist halt der Lostopf, ne, wo man reinkommt. Wie geht's mit Ihrer Mannschaft? Ja, wir arbeiten dran und werden uns nächstes Jahr ja, vorbereiten. Anders vorbereiten, als wir es dieses Jahr gemacht haben. Aber es ist eine tolle Veranstaltung, es ist eine super Organisation und die Beteiligung ist sehr beeindruckend. Und wer meinen Sie, wird heute gewinnen? Der Bessere. Gut, vielen Dank. Wer sich jetzt nicht regt, wird ewig warten. Es gibt keine Wahl,
und kein zweites Mal. Die Zeit bereit, nicht zu vertagen. Du fühlst, du träumst. Du fühlst, du glaubst, du fliegst. Du fliegst. Du fliegst. Flo von Energy, hast du einen Moment Zeit für mich? Excuse me, what? Er sagt, ich bin Übersetzer. Du musst ihn auf Deutsch fragen, ich übersetze ihn. Okay, super. Ich denke, er kann das eigentlich alles viel besser moderieren als ich. Moment, da bleibt er bei dieser Partie, da ist er noch mal goi. Sí. Sí, goal. Ja, Tor. Shoot, goal. Shoot, Tor. Yeah. Okay, vielleicht kann er das alles doch nicht so viel besser als ich. Pero eso no, muy bien, prepara y tú eres. Hola, sí, no. Er sagt, vielleicht angezogen nicht, aber wenn du uns ein bisschen mehr zeigen würdest, dann vielleicht. Nein, Spaß. Er sagt, er gibt sich Mühe fürs Spiel. Mein Deutsch ist nicht so gut. Nicht so gut heute. Ja, selbstverständlich. Und wie gefällt es dir sonst so hier? Para el ambiente, el vetero, Alemania. Oh, super. Es ist echt, also ich muss sagen, toll organisiert. Ich hätte nicht gedacht, dass Dominik sowas auf die Reihe kriegt hier. Ja? Selbstverständlich. Ich glaube, er hat einfach sehr gute Mitarbeiter, weil er selber. Nein, ey, Daumen hoch. Es ist großartig und es macht richtig viel Spaß. Der Budenzauber, wir warten damit noch bis zum Halbfinale dann und dann geht man richtig Gas. Aber tolle Spiele auch, sehr fair. Großartig, Dankeschön. Danke. Hallo Lallo, du hast doch bestimmt auch Lust, ein bisschen was zu sagen, oder? Ja, mit Sicherheit, ja. Wie gefällt dir das Turnier? Sehr gut, also ich bin absolut begeistert. Muss ich ehrlich gesagt sagen, dass so viele gekommen sind, dass auch alles so reibungslos läuft. Ja. Bist du eigentlich wirklich Fußballspieler oder machst du das heute nur mal so amateurhaft? Auch wenn es heute nicht mehr so aussieht, aber ich habe früher schon mal fast 10 Jahre im Verein gespielt. Ist aber schon lange her. Aber inzwischen aus dem Training raus? Nee. Okay, na gut. Dann wünsche ich dir noch viel Spaß. Dankeschön, euch natürlich auch allen Zuschauern noch und allen Spielern und alle, die da sind. Viel Spaß. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg heute. Herzlichen Glückwunsch, danke, danke. Super gespielt. Ja, also ich muss sagen, die Jungs waren natürlich überragend, nach 3-0 nochmal zurückzukommen. Top-Leistung, aber ich habe es ja vorher im ersten Interview schon gesagt, der Bock geht nur über uns. Ja. Die Allianz Hörsaal Erlangen, herzlichen Glückwunsch. Einmal schön. Für euch zeigt die Kamera rein. Ja.